Frauen wollen einen sensiblen Mann. Tatsächlich lieben Frauen sogar einen Mann, der seine Gefühle zeigen kann. Aber das tust du nicht. Du denkst vielleicht, dass du das tust, weil du sehr emotional bist und weil dich diese Einsamkeit oft in ein tiefes Loch fallen lässt. Kenne ich. Aber das ist nicht dasselbe wie Gefühle zeigen. Deine echten Gefühle zeigst du ihr nicht. Die hältst du immer verschlossen und damit bist du nicht der sensible Mann, den sie will. Und das ist die traurige, aber harte Wahrheit. Ein wirklich sensibler Mann, der zeigt einer Frau seine Gefühle. Ein echter, sensibler Mann, der zeigt einer Frau, dass er sie mag, dass er sie heiß findet, dass er mit ihr ausgehen will, dass er sie küssen möchte. Damit zeigst du deine sensible Seite und zeigst damit, dass du auf deine Gefühle hörst und sie nicht unterdrückst. Damit wärst du der tatsächlich sensible Mann, auf den so viele Frauen stehen. Aber wir unterdrücken diese Gefühle. Wir sind es viel zu sehr gewohnt, dass wir uns verstecken. Wir verstecken uns vor dem, was uns Angst macht. Wir verstecken unsere Gefühle. Wir verstecken uns sogar vor Frauen. Wir wollen nicht mal wahrgenommen werden, weil ansonsten könnte sie unsere Fehler sehen. Die Angst kontrolliert dich, Mann. Die Angst, einen Fehler zu machen, die Angst zu blockieren, die Angst, sie zu verlieren, dass es peinlich wird, dass du sie störst oder dass sie dich auslacht. Diese Angst vor Fehlern hält uns sensible Männer massiv zurück. Hier ist die Wahrheit, die du im Internet nicht findest. Du musst viel öfter Fehler machen. Du musst deinen ganzen Mut zusammennehmen, dich trauen, einen Schritt vorwärts wagen, das tun, was das nächste Level zwischen euch einleiten würde und versagen. Fehler sind die Kopfsteinpflaster auf deinem Weg zum Erfolg. Und ohne Angst geht es nicht. Angst ist dein Kompass. Er zeigt in die Richtung, in die du gehen darfst, um zu wachsen. Gott, das hat mich damals so kraftvoll gemacht, dieser Satz. Sie bilden deinen Charakter. Sie ebnen dir diesen Weg. Das sind keine Floskeln. Das habe ich alles gelernt durch jahrelange Pein. Und die kannst du dir ersparen, indem du jetzt einfach den ersten Schritt wagst. Geh den ersten Schritt und ein Sicherheitsnetz wird sich unter deinen Füßen ausbreiten. Aber erst nachdem du gesprungen bist. Das ist wie die Szene im dritten Indiana Jones. Wir würden gerne vertrauen, aber es funktioniert nur, wenn wir den ersten Schritt machen. Dann kommt das Vertrauen. Früher habe ich mir nicht mal selber vertraut. Wie sollen wir dann anderen vertrauen? Wie soll ich dann auf den Prozess vertrauen? Ganz einfach. Ich hatte keinen Bock mehr. Wir haben alle Frauen, in die ich mich verliebt habe, gesagt, dass wir nur Freunde sein werden. Ich hatte keine Ahnung, wieso die anderen Kerle das scheinbar so ohne Probleme hinbekommen und ich so massive Probleme damit habe, eine Frau von mir zu begeistern. Aber ich wusste, dass ich es lernen werde. Und ich habe einer Sache vertraut, dem Prozess meiner Reise. Ich war Mitte 20, als ich das erst verstanden habe. Ich wusste, es wird eine lange Reise werden und das war okay. Ich wusste, ich werde irgendwann die richtige finden und ich habe sie gefunden. Und Dutzende wunderschöner und intelligenter Frauen, die ich entlang dieser Reise kennenlernen durfte, für die ich extrem dankbar bin. Wer deine Partnerin wird, die du den Rest deines Lebens lieben wirst, das steht doch noch gar nicht fest. Also verstehe, was das hier wirklich ist. Emotionale Unabhängigkeit. Da du nicht wissen kannst, ob sie die eine sein wird, sei bereit, sie, die eine Frau, wegen der du dich so verrückt machst, einfach zu verlieren. Wenn du bereit bist, sie zu verlieren, dann macht dich das frei. Unabhängig. Attraktiv für Frauen. Ich werde dir jetzt in den Hintern treten, weil ich glaube, dass du das brauchst, okay? Ich hab dich lieb, aber du musst realisieren, dass du deinen Hintern hochbewegen musst. Realisiere, dass es nicht mehr um dich geht. Nehmen wir an, du bist glücklich verheiratet und dann kommen Probleme auf diese glückliche Ehe zu. Du würdest doch auch nicht direkt diese Ehe wegschmeißen, nur weil es ein paar Probleme gibt. Du würdest um diese Ehe kämpfen, du würdest für deine Frau kämpfen, habe ich recht? Also warum gibst du dann so schnell auf, wenn es um dich geht? Warum traust du dich nicht? Ja, Selbstbewusstsein. Aber auch, weil du an andere mehr denkst als an dich selber. Ich applaudiere, dass du ein guter Mensch sein willst. Das haben viele hochsensible Männer gemeinsam. Aber denk auch mal an den wahren besten Freund, den du hast. Dein Ich in 10 Jahren. Tu es für ihn. Das ist, was den Unterschied macht zwischen den Männern, die sich selber lieben und denjenigen, die sich einfach nur etwas vormachen. Denn wenn im Flugzeug Turbulenzen auftreten und die Sauerstoffmaske runterfällt, wem sollst du sie dort als erstes anziehen? Dir selber oder deinem Kind oder deiner Partnerin neben dir? Genau diese Frage habe ich meinen Teilnehmern im Coaching gesagt. Und weißt du, was diejenigen, die noch nie geflogen sind, da geantwortet haben? Naja, natürlich helfe ich den anderen zuerst. Nein, Männer, wenn du jemand anderen lieben willst, dann liebe immer zuerst dich selber. Ansonsten kannst du keinem helfen und dann bleibst du hinter deinem Potenzial zurück. Und das regt mich am meisten auf. Du könntest nämlich so viel mehr sein. So viele Menschen zum Strahlen bringen. Für so viele Frauen ein Geschenk sein. Für die Richtige der Partner sein, der sie ihr ganzes Leben lang begleitet. Aber solange du dich nicht selber liebst, wird dich keiner lieben. Es ist tough. Ich wurde in der Schule fast jeden Tag verprügelt. Mir wurde ein Zahn ausgetreten. Ich
weiß, wie es ist, jeden Tag in die Schule zu gehen mit dieser Angst, dass ich heute wieder beklaut wurde, beraubt werde, meine Ehre verliere, bespuckt werde, geschlagen werde und. Das war meine Realität, das war normal für mich. Und Frauen wollten, bis ich Anfang 20 war, einfach nichts von mir wissen. Und dann habe ich realisiert, dass ich das, was ich haben will, erschaffen muss. Und nein, nicht die Frau erschaffen, auch wenn das in Zeiten von künstlicher Intelligenz sogar tatsächlich gehen wird. Nein, den Mann erschaffen. Der Mann, dein zukünftiges Du, was Frauen, die Werte haben, die loyal sind, die schön, intelligent, smart, süß, die was auf dem Kasten haben, was diese Frauen wollen. Und diese Frauen wollen den sensiblen Mann, der sich traut. Und zu dem musst du werden. Und das ist das Schöne, denn hier darfst du sowohl egoistisch sein, als auch altruistisch. Du musst dieser Mann werden für sie. Ich habe persönlich hunderte von Männern dabei begleitet. Und das ist nur eine kleine Auswahl von den Männern, die durch mich und die Arbeit mit mir persönlich ihre Traumfrau kennengelernt und erobert haben. Es hat lange gedauert, bis ich dieses Selbstbewusstsein erarbeitet habe, dass ich zum Beispiel so einen Satz hier vor der Kamera auch einfach so sagen könnte. Aber die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit. Wir machen das seit über 10 Jahren und wie du siehst, extrem erfolgreich. Ich habe ein Geschenk für dich. Und zwar eine kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse. Wenn du diesen Leitfaden haben möchtest, um dein Charisma aus dir herauszuholen, flirten zu lernen und ein Geschenk für Frauen zu sein, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Klick auf den Link und du gelangst auf eine Seite, wo du ein Video findest, das etwa 7 Minuten lang ist. Und darin erkläre ich dir alles ganz genau. Oder du klickst nicht drauf und du machst das Ganze nicht mit uns. Und du machst es alleine oder bei jemand anderem. Und das ist alles vollkommen okay. Aber bitte tu dir selber den Gefallen. Und das nächste Mal, wenn du Angst hast oder an dir selber zweifelst, denk nicht an dich, denk an dein zukünftiges Ich. Dein Ich in 10 Jahren. Mach ihn glücklich. Er hat es nämlich verdient, happy zu sein. Echtes Charisma lernst du nur in der echten Welt.